Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ganz herzlich willkommen zu dieser Online-Pressekonferenz der Deutschen Diabetesgesellschaft. Letzte Woche wäre eigentlich der Diabeteskongress gewesen. In Berlin wäre er gewesen, wie immer in den letzten Jahren. Ja, wäre, wenn nicht Corona wäre. Trotzdem es den Kongress jetzt dieses Jahr leider nicht gab, gibt es aber natürlich Neuigkeiten aus der Diabetologie und die wollen wir Ihnen auf gar keinen Fall vorenthalten. Diese Neuigkeiten haben zum Teil mit Corona zu tun, aber natürlich nicht nur. Über diese Neuigkeiten werden heute drei Experten informieren und ich möchte Ihnen die drei Experten an den verschiedenen Standorten jetzt zunächst vorstellen. Ich begrüße zuallererst ganz herzlich Frau Professor Keller, die nur wenige Kilometer von mir entfernt an ihrer Wirkungsstätte im Stuttgarter Marienhospital sitzt. Ganz herzlich willkommen, Frau Professor Kellerer. Auch nicht ganz weit davon entfernt sitzt Herr Professor Gallwitz. Ganz herzlich willkommen auch Ihnen. Und zwar treffen wir ihn am Universitätsklinikum in Tübingen an und freuen uns, dass auch da die Leitung ganz wunderbar steht. Herzlich willkommen, Herr Gallwitz. Und dann Danke. verlassen wir den schönen Süden, gehen ein bisschen östlich und dort treffen wir auf Frau Dr. Schlecht in Thüringen. Im wunderschönen Eisenach betreibt sie eine diabetologische Schwerpunktpraxis und wird uns aus ihrem Alltag und den Erfahrungen der letzten Wochen, Monate, aber auch ganz unabhängig davon, ihren Erfahrungen mit der Telemedizin und Digitalisierung in der Diabetologie erzählen. Das ist heute unser Expertengremium. Bevor wir mit den Themen im Einzelnen einsteigen, zunächst noch einige organisatorische Hinweise, damit Sie auch alle seitens der Medien wissen, wie das jetzt hier abläuft. Wir werden nacheinander die Statements der Experten hören. Sie haben währenddessen die ganze Zeit die Möglichkeit, Ihre Fragen in den Chat zu schreiben, während die Experten sprechen, aber natürlich auch danach noch. Eine Bitte: Nennen Sie bitte Ihren Namen und Ihr Medium. Wir werden natürlich versuchen, sämtliche Fragen im Rahmen der Pressekonferenz zu beantworten. Aber da wir sehr, sehr viele Teilnehmer in diesem Chat, in dieser Pressekonferenz haben, kann ich nicht versprechen, dass wir wirklich jede Frage beantworten können. Wir wollen aber natürlich im Nachgang dann versuchen, noch die eine oder andere offen gebliebene Ihnen zurückzumelden. Sie seitens der Medien sind stummschalten während der Pressekonferenz, weil aufgrund wirklich der Menge, die heute hier teilnimmt, wäre es vielleicht ganz schnell ein babylonisches Stimmgewirr, wenn Sie alle auch laut sprechen können. Also daher bitte nutzen Sie den Chat. Außerdem vielleicht doch für alle Fälle möchte ich Ihnen auch die Organisatorinnen im Hintergrund dieser Pressekonferenz vorstellen. Das sind Frau Settig und Frau Homrich. Die stellen dankenswerterweise sicher, dass hier alles technisch gut funktioniert. Wir hoffen mal, dass wir sie nicht hören und sehen werden, weil das ist das Zeichen dann, dass alles gut klappt und funktioniert. Aber nur, dass Sie die beiden auch kennen und wissen, falls Sie von den beiden was hören. Außerdem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet wird und dass wir sie dann im Nachgang auch fürs Internet nutzen wollen. Ja, seit Corona wissen eigentlich alle Menschen, was eine Pandemie ist. Was nicht alle wissen, ist, dass es neben den klassischen Pandemien durchaus auch Krankheiten mit pandemischem Ausmaß gibt. Und dazu gehört beispielsweise der Diabetes. Weltweit sind 460 Millionen Menschen daran erkrankt. In Deutschland sind es rund 7 Millionen. Auf die Gesamtbevölkerung gerechnet sind das 9,2%. Also unglaublich viel. Sie alle haben es gehört, im Rahmen von Corona wurde immer wieder davon gesprochen, dass Menschen mit Diabetes zur Risikogruppe gehören. Eigentlich nicht. Eigentlich sind sie nur Risikogruppe, wenn sie einen schlecht eingestellten Diabetes haben. Nun ist es aber so, dass infolge von Corona nicht wenige Menschen mit Diabetes zum Beispiel ihre Kontrolltermine nicht mehr wahrgenommen haben, nicht mehr wahrnehmen konnten und manchmal vielleicht auch nicht mehr wahrnehmen wollten. Und dadurch das Risiko gestiegen ist, dass sie schlechter versorgt sind und jetzt tatsächlich einen schlechter eingestellten Diabetes haben, also jetzt tatsächlich durch Corona zur Risikogruppe geworden sind. Frau Professor Kellerer, das ist ein Thema, das Sie auch umtreibt, das Sie ein Stück weit ja auch in Ihrem Klinikalltag erlebt haben. Was ist da in den letzten Wochen in der Hochzeit der Corona-Pandemie in Deutschland passiert und worauf müssen wir achten, eben, damit es jetzt wirklich
keine dramatischen Folgen für die Versorgung der Patienten haben. Ja, vielen Dank zunächst einmal für diese wunderbare Einleitung, liebe Frau Döbler, sehr geehrte Damen und Herren, die ich jetzt leider ja nicht sehen kann. Ja, die Corona-Pandemie hat uns definitiv in allen Lebensbereichen erfasst. Die Diabetologie ist davon natürlich nicht ausgenommen. Und ich will vielleicht mal ganz kurz ausholen, wie sich die Diabetologie so in den letzten Wochen seit Ausbruch der Corona-Pandemie entwickelt hat. Die Diabetesversorgung, kann man sagen, wurde in etwa Mitte März dramatisch und relativ abrupt reduziert. Die Schwerpunktpraxen beispielsweise mussten ihre Gruppenschulungen aussetzen. Viele Schwerpunktpraxen haben auch die Patientenzahlen drastisch zurückgefahren zum Infektionsschutz. Und die Diabeteskliniken und Diabetesabteilungen mussten vielfach entweder teilweise, manche sogar ganz, die Kapazitäten zugunsten der Versorgung von Covid-19-Patienten zur Verfügung stellen. Ganz ähnlich wie in meiner Klinik, also eine meiner beiden Diabetesabteilungen ist im Moment immer noch für Covid-19-Patienten reserviert. Das, denke ich, waren natürlich Maßnahmen, die aus dieser Zeit heraus und nicht zu wissen, wie sich Covid-19 oder die Corona-Pandemie überhaupt in unserem Land entwickelt, sicherlich zu dem Zeitpunkt sinnvoll. Wir müssen aber auch feststellen, dass wir in den letzten Wochen wirklich auch Defizite jetzt in der Diabetesversorgung hatten. Wir konnten uns weit weniger um chronisch Kranke mit Diabetes kümmern, wie wir uns das wünschen würden. Die Frage, wie ist die Situation heute? Wir sehen, dass die Patientenzahlen jetzt wieder langsam nach oben gehen. Wir sehen aber auch, dass viele Menschen mit Diabetes eben, weil, wie Sie es angesprochen haben, schon Frau Döbler, sie auch wahrnehmen, dass sie eine Risikogruppe für die Covid-19-Infektionen darstellen, eben aus Sorge vor Infektionen häufig ihre Arzttermine oder auch Kontrolltermine nicht in dem Maße wahrnehmen wie vor Ausbruch der Pandemie. Das ist eigentlich deshalb besonders fatal, weil sich Erkenntnisse gerade auch in letzter Zeit mehren, dass es gerade die schlecht eingestellten Menschen mit Diabetes sind, die bei einer Infektion mit dem Coronavirus, also bei einer Covid-19-Infektion, in besonderer Weise schlecht abschneiden, wenn sie eben schlecht eingestellt sind. Eine Studie aus China, vor einigen Wochen publiziert, immerhin fast 1000 Menschen mit Typ-2-Diabetes analysiert. Hier hat man gesehen, dass die mit gut eingestellten Stoffwechsel, wenn sie an Covid-19 erkrankt sind, eine um 86% reduzierte Sterblichkeit hatten im Vergleich zu den Typ-2-Diabetes-Patienten, welche vom Stoffwechsel her sehr schlecht eingestellt waren. Und eine auch kürzlich online gestellte Erhebung aus dem englischen Gesundheitssystem, dem NHS, kam hier zu ganz ähnlichen Schlussfolgerungen, also auch hier dieser Zusammenhang schlecht eingestellter Diabetes und erhöhte Sterblichkeit bei einer Covid-19-Infektion. Was sagt uns das? Das sagt uns eigentlich, dass wir uns in besonderer Weise gerade jetzt auch in der Corona-Pandemie um Menschen, um chronisch Kranke mit Diabetes, insbesondere wenn sie schlecht eingestellt sind, kümmern müssen. Und ich würde auch appellieren an die Betroffenen, ihre Kontrolltermine und Arzttermine ernst zu nehmen, insbesondere wenn sie auch eine ungenügende Stoffwechseleinstellung haben. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man jetzt vor Augen haben muss und definitiv müssen wir auch unsere Versorgungskapazitäten wieder hochfahren, damit wir uns in dem Maße um diese Patienten auch ausreichend kümmern können.
Ich glaube, wir haben alle realisiert inzwischen, dass das SARS-CoV-2-Virus uns noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Und definitiv, wir brauchen Strategien. Wir können nicht so lange warten und die Patienten in dieser Zeit unterversorgt lassen, gerade die auch Komplikationen haben und schlecht eingestellt sind. Ich würde denken, dass die Diabeteskliniken und auch die Diabetespraxen inzwischen sehr gut auf die Corona-Pandemie und die neue Situation sich eingestellt haben und wir ja auch noch von Herrn Professor Gallwitz und von der Frau Dr. Schlecht hören werden, ist es so, dass das Spektrum ja auch erweitert worden ist in den letzten Wochen ganz erheblich im Bereich der Telemedizin und im Bereich von Videosprechstunden und Videoschulungen. Also man hat hier ein breites Spektrum, denke ich, die Versorgung wieder aufzunehmen. Ich möchte vielleicht aber an der Stelle auch betonen, dass bei aller Euphorie Telemedizin und Videosprechstunden nicht im langfristigen den direkten Arztkontakt ersetzen können, beispielsweise bei akuten Komplikationen, bei Infektionen, bei neu aufgetretenen diabetischen Fußläsionen oder auch beispielsweise, wenn jemand einen neu entdeckten Diabetes mit schwerer Stoffwechselentgleisung hat, dann braucht es definitiv Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, die nur im direkten Kontakt mit dem Patienten realisierbar sind. Also da muss man das Augenmaß bewahren und wirklich sehr gut gucken, wen kann man aus der Ferne betreuen und vor allen Dingen, wie lange kann man jemanden auch aus der Ferne betreuen und wo braucht es den direkten Kontakt zu dem Betroffenen. Nun, vielleicht zusammengefasst, hat sich die Corona-Pandemie auf die Diabetologie ausgewirkt? Ich denke, wir haben in den letzten Wochen einen deutlichen Rückgang insgesamt bei der Versorgung von chronisch Kranken mit Diabetes gesehen. Ich denke, wir müssen hier dringend eben auch aufgrund der vorher geschilderten Zusammenhänge schlecht eingestellte Diabetiker haben ein besonders hohes Risiko in der Corona-Pandemie. Wir müssen hier dringend gegensteuern, damit die Menschen mit Diabetes auch möglichst unbeschadet durch diese Pandemie kommen. Wir sahen in den letzten Wochen ja auch positiv, kann man sagen, eine nie dagewesene Dynamik im Bereich der Telemedizin, Videosprechstunden und Videoschulungen. Eine Dynamik, die wir uns, glaube ich, vor der Pandemie so hätten kaum vorstellen können. Und wir sahen auch den Anschub zahlreicher Forschungsprojekte im Bereich Diabetes und Covid-19. Da gibt es ja viele interessante Fragestellungen mit diesem neuen Virus und auch mit der Stoffwechselerkrankung Diabetes. Ich würde aber auch eines sagen, das Coronavirus hat uns mal wieder deutlich vor Augen geführt, dass Menschen mit Diabetes eine Hochrisikogruppe sind, die nicht nur insgesamt eine erhöhte Sterblichkeit oder Übersterblichkeit aufweisen, worauf wir ja immer schon hinweisen, Diabetologen und als Deutsche Diabetesgesellschaft. Wir haben auch jetzt bei der Coronavirus-Infektion gesehen, dass Menschen mit Diabetes, insbesondere solche mit schlecht eingestellten Diabetes, auch hier wieder eine erhöhte Sterblichkeit haben. Und Sie haben schon darauf hingewiesen, Frau Döbler, vollkommen zu Recht, IDF und die Weltgesundheitsorganisation sprachen auch angesichts von über 460 Millionen Betroffenen weltweit davon, dass Diabetes pandemische Ausmaße angenommen hat. Man möchte sich nur an der Stelle, denke ich, wünschen, dass die Politik hier ähnlich geschlossen vorgeht wie jetzt zur Eindämmung eben des Coronavirus. Ein mutiger, wichtiger Schritt wäre jetzt mal eine unverzügliche Verabschiedung und Umsetzung einer der nationalen Diabetesstrategie. Diese wird, wir haben mehrfach von Seiten der DDG darauf hingewiesen, von den Koalitionären jetzt inzwischen seit mehr als 2,5 Jahren. Ich finde, das ist eine wirklich vergebene Chance,
Denn mit einer wirksamen Prävention von Diabetes im Rahmen einer nationalen Diabetesstrategie, welche den Namen nationale Diabetesstrategie auch verdient, möchte ich an dieser Stelle nur noch kurz einfügen. Wenn wir hier eine wirksame Prävention in die Gänge gebracht hätten im Rahmen der nationalen Diabetesstrategie, dann hätten wir vielleicht heute auch weniger Menschen, die einen komplizierten Verlauf im Rahmen einer Covid-19-Erkrankung erlitten hätten. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Frau Wasser-Kellerer, für diese Einschätzung der momentanen Situation und vor allem auch für den sehr eindeutigen Appell an die Politik. Corona hat uns ja gezeigt, was alles möglich ist, wenn die Politik will. Also von daher wird sie sich künftig auch ein Stück weit daran messen lassen müssen, wenn es um andere Krankheitsbilder, die äußerst dramatische Ausmaße haben, geht. Also ich bin gespannt, wie da die Diskussionen tatsächlich weitergehen. Zum Thema Telemedizin, Videosprechstunde werden wir gleich mit den beiden anderen Experten noch sprechen. Ich würde ganz gerne nochmal auf einen Aspekt zurückkommen, den Sie auch ansprachen. Sie haben ja deutlich gemacht, wie wichtig wirklich ein gut eingestellter Diabetes ist, in jedem Fall wichtig ist, um Folgeerkrankungen zu vermeiden, aber auch um zum Beispiel das Risiko an Covid-19 zu versterben zu verringern. Jetzt erleben wir ja an vielen Stellen, dass sich die Welt wieder in die andere Richtung bewegt, dass eine Normalität, sei sie nun neu oder alt, wieder einstellt. Wir haben auch gehört, dass die Krankenhäuser wieder stärker zum Normalbetrieb zurückkehren. Wie erleben Sie das denn bei sich an der Klinik? Also ist da wieder mehr Normalität da? Ist man schon beim Normalbetrieb wieder angekommen? Sie hatten ja gesagt, eine Station ist immer noch für Covid-19-Patienten reserviert beispielsweise. Ja, also wir kommen, würde ich sagen, auf unser Gesamthaus bezogen, wo es ja 18 verschiedene medizinische Abteilungen gibt, wieder ein Stück weit zur Normalität zurück, stufenweise. Wir sind noch nicht dort, wo wir vor der Corona-Pandemie waren. Ich denke aber auch, das wird eine schrittweise Entwicklung sein. Wir werden aber definitiv, und meine Einschätzung ist hier definitiv, das ganze Jahr 2020 entsprechende Isoliermaßnahmen vorhalten und mindestens eine Corona- oder Covid-19-Station, auch mindestens eine Bereich im intensivmedizinischen, in der Intensivmedizin, wo wir Stationsfälle uns eben rüsten. Das, glaube ich, können wir nicht ganz abschaffen oder nie ganz abschaffen. Auch die anderen Kliniken werden so reagieren müssen, weil das Coronavirus und die Covid-19-Infektion ja mit den Lockerungen definitiv nicht verschwunden ist, wie sich es weiterentwickelt. Wir hoffen, dass es weiterhin gut zu bewältigen bleibt wie bisher, aber das wird man sehen. Also das weiß keiner genau zum aktuellen Zeitpunkt, wie sich langsam Öffnungen auch wieder auswirken werden. Sie haben ja ganz deutlich gemacht, wie wichtig eine kontinuierliche, gute Versorgung, gute Einstellung des Blutzuckers für die Patienten ist. Jetzt gibt es ja aber auch Akutsituationen bei Menschen mit Diabetes, zum Beispiel eine akute Überzuckerung oder auch ein diabetischer Fuß, der sich ganz schnell, ganz dramatisch verschlechtern kann. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Kommen da die Patienten jetzt auch später als in der Vergangenheit? Man hat ja immer wieder gehört, dass selbst Menschen mit Herzinfarktbeschwerden nicht in die Klinik gehen aus Angst vor Ansteckung. Wie haben Sie das bei Ihren Patienten erlebt? Also meine ganz persönliche Erfahrung hier in der Klinik war schon auch genau die, wie es die Kardiologen beispielsweise bei den Herzinfarktpatienten oder die Neurologen bei den Schlaganfallpatienten gesehen haben. Auch Menschen mit diabetischen Fußerkrankungen, Läsionen sind später gekommen. Ich habe auch, so war zumindest jetzt mein persönlicher Eindruck in der Klinik, auch mehr akut entgleiste Patienten gesehen mit Ketoazidose. Also die kamen schon relativ spät, muss man sagen. Und viele mussten von ihren Angehörigen dann noch mal etwas, angeschubst werden, um überhaupt in die Klinik zu gehen. Ich glaube schon auch dadurch, dass die Menschen
draußen wahrgenommen haben, dass Diabetes ja nochmal unter Umständen ein besonderes Risiko sein kann bei einer Infektion, hat vielleicht auch dazu geführt, dass man hier in besonderer Weise zurückhaltend war. Und das haben wir auch gesehen. Also es kamen doch mehr Patienten mit wirklich ausgeprägten diabetischen Fußwunden und auch mehr mit wirklich starken Stoffwechselentgleisungen. Also daher ganz dringend der Appell, unbedingt weiterhin zum einen die standardisierten Kontrolltermine wahrnehmen, aber auch wenn irgendetwas sich akut verschlechtert, unbedingt den Weg zum Arzt suchen, in die Klinik, in die Praxis gehen und nicht länger warten als in anderen Zeiten, nicht aus Angst vor Corona womöglich zu riskieren, dass am Ende eine Zehe oder gar mehr amputiert werden muss. Also ganz, ganz wichtig, geht zum Arzt. Auch das ist eine Botschaft, die Sie den Leserinnen, Lesern, Zuhörern, Zuschauern wieder weitergeben sollten, weil ich glaube, das ist etwas, wo wir wirklich die Angst abbauen müssen. Ganz herzlichen Dank, Frau Professor Kellerer, soweit. Herr Professor Gallwitz, das leite direkt über zu Ihrem Thema letztendlich. Die Angst vor Ansteckung hat die Menschen abgehalten, zum Teil zum Arzt zu gehen, in Arztpraxen, in Kliniken zu gehen. Und da gibt es so etwas Wunderbares wie die Digitalisierung, die eigentlich ja vieles möglich macht. Entweder durch Videosprechstunden, aber auch telemedizinische Konzepte gibt es ja gerade in der Diabetologie schon an verschiedenen Stellen. Die sind nicht nur im Zusammenhang mit Corona hochinteressant und relevant, sondern ja ganz grundsätzlich in der Diabetologie ganz bedeutend, um die Patientenversorgung langfristig zu verbessern. Wo stehen wir da heute, Herr Professor Gallwitz? Also ich denke, wir stehen am Anfang einer Entwicklung, die für die Medizin und für die Diabetologie sehr, sehr wichtig sein wird. Und ich möchte ganz am Anfang einfach mal einen Vergleich bringen, wie wir vor 30 Jahren Auto gefahren sind und wie wir heute Auto fahren. Und es würde sich, glaube ich, niemand mehr einen Neuwagen kaufen, der nicht ein Navigationssystem und eben auch elektronische digitale Assistenzsysteme für die Sicherheit hat, für die Bremsen, für die Lenkung und so weiter. Diabetes ist prinzipiell eine Stoffwechselerkrankung, die oft einen vorhersehbaren und logischen Verlauf hat. Und damit bietet sich der Diabetes natürlich auch an, weil er in der Stoffwechsellage eben relativ berechenbar ist, auch digitale Angebote zu bieten. Und hier hatten wir eine Entwicklung, die schon vor der Corona-Krise angefangen hat. Und das war eine Technologie, die vor allem von Menschen mit Typ-1-Diabetes sehr benutzt wird, die kontinuierliche Glukosemessung, bei der dann auch eben, sag mal, die Daten sehr gut aufbereitet und für alle verständlich les- und auswertbar übertragen werden. Ich bin ganz bei Frau Kellerer, wenn ich sage, dass sozusagen bei einer Erstvorstellung oder bei eben einer akuten Erkrankung und schweren Komplikationen ein direkter Arztkontakt notwendig ist. Aber wenn es sozusagen um Kontrolltermine geht, dass man in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel quartalsweise, einfach gemeinsam mit dem Patienten die Stoffwechsellage, wenn alles mehr oder weniger gut läuft, bespricht. Dafür eignen sich eben digitale Formate sehr, sehr gut und eine digitale Sprechstunde. Frau Schlecht wird Ihnen da auch gute Beispiele nachher nennen. Ein Vorteil ist, wir als Ärzte kriegen die Daten von den Patienten vorab und können sie schon mal sichten. Und der Patient kann sozusagen ohne lange Wartezeit im Wartezimmer und ohne Wegezeit sich mit uns zu einem bestimmten Zeitpunkt in Kontakt setzen, der vorher ausgemacht wird. Das Behandlungsteam, also Arzt und oder Diabetesberaterin, sind auf den Termin vorbereitet, sodass eben in diesem Termin sehr, sehr gut Zeit bleibt, um mit dem Patienten konzentriert und sozusagen auch lösungsorientiert die Dinge, die besprochen werden sollen, strukturiert durchzusprechen
und damit eben dem Patienten deutliche Hilfestellungen zu geben. Das hat sich sehr, sehr gut bewährt. Es gibt erste Versuche dazu, die auch sozusagen den Nutzen gezeigt haben, schon in den späten 1990er Jahren, die damals mit der Einführung eines neuen Insulins gestartet wurden, wo in Finnland eben für die ja oft weit entfernte Arzt-Patienten-Bedingungen Telefonsprechstunden angeboten haben und die eben auch gezeigt haben, dass sich eben durch eine telemedizinische Betreuung tatsächlich die Stoffwechsellage verbessern lässt. Ich bin sehr froh, dass es hier zusätzliche Angebote jetzt mehr und mehr gibt. Ich bin auch sehr froh, dass der Verband der Diabetesberatungsberufe in Deutschland auch auf dem Weg ist, gemeinsam mit anderen auch zusätzlich elektronische Schulungsmodule anzubieten, die der Patient unabhängig von der Gruppenschulung nicht als Ersatz, aber sozusagen als Add-on, um ihn sicherer in der Therapie zu machen, absolvieren kann und damit ein zusätzliches Angebot hat. Das wäre sozusagen jetzt das Format im direkten Patientenkontakt. Aber ich denke, dass Digitalisierung darüber hinaus in der Medizin viel weitere Sicherheitsaspekte hat, die wichtig sind und die auch eine Weiterentwicklung sind, die uns eben zunehmend nutzt. Und ich möchte hier zum einen nennen die Möglichkeit, dass wir auch viel mehr interdisziplinär digital zusammenarbeiten. Hier sei zum Beispiel genannt die Möglichkeit für Patienten mit Diabetes und diabetischem Fußsyndrom eine Zweitmeinung einzuholen vor einer Amputation. Hier läuft ein sehr, sehr gutes telemedizinisches Projekt, das die AG Fuß der Deutschen Diabetesgesellschaft ins Leben gerufen hat und das jetzt auch in Baden-Württemberg schon umgesetzt wird. Das ist sozusagen für den Patienten sehr angenehm, weil er nicht sozusagen selbst nochmal in eine andere Institution reisen muss, sondern mal eben schnell im Hintergrund die Experten eben anhand von Befunden und Bildern eben sich austauschen können. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist die, dass wir auch elektronische Dokumentationsmöglichkeiten haben in Form von elektronischen Patientenakten und elektronischen Verlaufskurven im Krankenhaus, die zum Beispiel auch, wenn man Medikamente elektronisch in der Kurve ansetzt, einen gleich als Verordner darauf aufmerksam machen, ob es mögliche Arzneimittelinteraktionen mit anderen Medikamenten, die der Patient schon hat, gibt oder nicht und ob man die Dosis zum Beispiel bei einer eingeschränkten Nierenfunktion anpassen muss, ja oder nein. Auch sozusagen die ja immer für alle Seiten sehr lästige Abfrage von, welche Medikamente nehmen Sie denn ein, kann eben hier viel sicherer gemacht werden mit einem elektronischen Medikationsplan, der allen zur Verfügung steht und der auch sozusagen den Blick darauf lenken kann, wann man bestimmte Medikamente auch wieder absetzt und der auch sozusagen aktualisiert für alle immer verfügbar ist. Digitalisierung hilft auch im Hintergrund beim Patientenmanagement, eben Termine nicht aus den Augen zu verlieren und Kontrolluntersuchungen nicht aus den Augen zu verlieren und trägt hiermit eben auch zur Sicherheit dazu bei, dass nicht verloren geht und eben auch Patienten die Folge- und Begleituntersuchungen, die sie brauchen, erhalten können. Ein drittes wichtiges Thema ist sicher auch sozusagen der Erkenntniszuwachs in der Medizin generell. Und das ist vielleicht zunächst eher als Forschungsthema wahrgenommen. Wir sehen aber auch, dass das in der augenblicklichen Situation sehr wichtig ist. Es gibt
aufgebaut jetzt vom Deutschen Zentrum für Diabetesforschung zusammen mit anderen europäischen Forschungsinstitutionen eine große Datenbank, die jetzt in der Corona-Krise auch etabliert wird, wo wir sozusagen fallbasiert von Patienten, die wir hier stationär behandeln, Krankheitsdetails anonymisiert in eine große Datenbank einfließen lassen, um so mehr eben über Diabetes und Corona zu lernen. Das ist ganz wichtig, um sozusagen Daten für die Zukunft zu haben und so eben auch die Betreuung zu verbessern bei Patienten mit Diabetes. Dies sind drei wichtige Dinge, die sozusagen mit auf den Weg gehen. Und wir wissen ja auch zum Beispiel, dass Typ-2-Diabetes im Grunde genommen eine heterogene Erkrankung ist, die vielleicht aus mehreren Subtypen auch besteht, die unterschiedliche Entwicklungsgeschichten haben bezüglich ihres Verlaufs, der Schwere ihres Verlaufs und der Zunahme von Begleiterkrankungen. Und hier kann eben die zunehmende detaillierte Datengrundlage auch helfen, für die Zukunft individuelle, passgenaue Therapieformen zu wählen. In diesem Sinn möchte ich auch nochmal die politische Forderung unterstreichen, dass wir von der Deutschen Diabetesgesellschaft im Rahmen der nationalen Diabetesstrategie ganz klar auch ein nationales Diabetesregister fordern, in die solche Daten einfließen und die dann eben sozusagen auch in der Steuerung im Gesundheitswesen allen zugutekommen und vor allem den Patienten. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Galwitz, für diesen Überblick. Sie hatten ja sehr anschaulich geschildert, wie wichtig die systematische Auswertung und Nutzung von Daten, von Verlaufsdaten, beispielsweise von Blutzuckerwerten und vielem mehr, ist, um die Arzt-Patienten-Kommunikation zu verbessern, aber auch unmittelbar das Patientenmanagement zu verbessern, aber dass es gleichzeitig natürlich auch für die Forschung ganz, ganz wichtig ist. Sie sprachen unter anderem auch die elektronische Patientenakte an. Da geht es ja auch darum, etwas zu verbessern, was gerade in der Diabetologie auch ganz wichtig ist, nämlich die Schnittstellen, die Übergänge in der Versorgung besser steuern zu können. Also wenn ein Mensch mit Diabetes vom Hausarzt in die diabetologische Schwerpunktpraxis, von dort in die Klinik, dann wieder zurück zum Hausarzt kommt, haben wir in der Vergangenheit oft erlebt, dass wichtige Informationen verloren gegangen sind. Wie hilft denn die Digitalisierung tatsächlich auch die sektorenübergreifende Versorgung, der so oft gesprochen wird und die beim Diabetes ganz besonders wichtig ist, zu verbessern? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und hier hilft natürlich die elektronische Patientenakte ganz ungemein, weil eben sozusagen lückenlos die Informationen verfügbar und für alle lesbar sind und man somit eben auch bei einer Entlassung eines Patienten aus dem Krankenhaus schneller sozusagen wieder in die ambulante Versorgung und das notwendige Angebot zurückkommen kann. Auf der anderen Seite hilft es natürlich auch bei einem Notfall, zum Beispiel dem ärztlichen Notdienst schon im Rettungswagen, wichtige Vorinformationen über den Patienten idealerweise zu haben und die gleich sozusagen dann auch später online an das Krankenhaus weiterzuleiten, sodass dann in der Notaufnahme bereits schon der richtige Weg für den Patienten und die richtige Therapie und weitere Diagnostik geplant werden kann. Das sind ganz wichtige Punkte. Herr Fleck von Medscape fragt da direkt nach, inwieweit solche digitalen, sektorenübergreifenden Versorgungskonzepte denn heute tatsächlich auch schon etabliert sind und greifen. Was eventuell auch notwendig ist, damit sie etabliert werden können. Also da gibt es noch natürlich kein umfassendes flächendeckendes Angebot. Es gibt einige Projekte und Modelle, die sozusagen die Schnittstelle vom Krankenhaus zurück in die häusliche Versorgung mittlerweile abdecken. Hier sind vor allem auch private Klinikbetreiber, die das zusammen mit den auch von ihnen mitorganisierten Pflegeheimen
schon implementiert haben. Hier würde ich mir wünschen, dass das flächendeckender und auch sozusagen komplett weiter ausgerollt wird und die Notfallversorgung, die ich im letzten Statement angesprochen habe, das ist sozusagen erst sehr punktuell ansatzweise umgesetzt, weil eben die elektronische Patientenakte auch noch nicht überall verfügbar ist. Ich hoffe aber, dass sich das, wenn sie denn eingeführt ist, dann schnell auch ausrollt. Also da hoffen wir dann auf 2021, dass das tatsächlich dann auch besser funktionieren wird. Eine Frage, die in dem Zusammenhang natürlich nicht ausbleiben kann, ist die nach dem Datenschutz. Herr Wasser-Gallwitz, auch damit hat sich die DDG ja mehrfach beschäftigt. Wie schätzen Sie das ein? Wie sind die Daten zu schützen? Also die Daten sind natürlich, Datenschutz ist ganz, ganz wichtig und hier muss sozusagen auch der Patient auf gut Deutsch das Heft in der Hand haben und selbst entscheiden können, welche Daten er zur Verfügung stellt und welche nicht. Und das muss auch flexibel bleiben und muss auch vom Patienten gut steuerbar sein. Wichtig ist, dass jetzt für Forschungsdatenbanken, wie ich Ihnen vorhin vorgestellt habe, die Daten anonymisiert sind und sozusagen nicht auf einen einzelnen Fall zurückzuverfolgen sind. Das ist ganz wichtig. Und in dem Sinne habe ich eigentlich den Eindruck, dass viele Patienten doch schon bereit wären, wenn das sichergestellt ist, auch sozusagen Daten zur Verfügung zu stellen, im Sinn von einer anonymisierten Datenspende zum Beispiel. Ganz herzlichen Dank, Herr Gallwitz. Und das ist die ideale Überleitung zu Ihnen, Frau Dr. Schlecht, weil Sie machen ganz unmittelbar Erfahrung ja mit diesen digitalen Möglichkeiten, die sich da bieten, insbesondere in Form von medizinischen Anwendungen, auch Videosprechstunden, die Sie machen, nicht nur in Zeiten von Corona, aber jetzt vielleicht in besonderer Weise. Wie erleben Sie denn den Fortschritt dessen, was da mittlerweile möglich ist? Wie wird es seitens der Patienten vor allem auch angenommen? Welche Sorgen gibt es vielleicht in Bezug auf datenschutzrechtliche Fragen? Wie stellt sich da Ihr Alltag dar? Ja, vielen Dank, liebe Frau Döbler. Und ich möchte einfach aufbauend auf dem, was meine Vorredner gesagt haben, die These aufstellen, dass die Diabetologie im Vergleich zu vielen anderen Medizinbereichen eigentlich die Steilvorlage für die Telemedizin ist. Vielleicht nochmal zur Klarheit, was verstehen wir darunter unter Telemedizin? Klar definiert, das ist einmal die Videosprechstunde, das ist zum zweiten das Telemonitoring und zum dritten das Telekonsil. Und wenn wir das, was gerade auch Herr Professor Gallwitz eben gesagt hat, und zusätzlich die Zahlen von Frau Professor Kellerer sehen, werden massenhaft Daten auf- und abgeloadet durch die moderne Diabetestechnologie, die hunderttausende Menschen schon haben, auch in Deutschland. Und diese Daten landen in der Cloud und damit sind sie sehr, sehr schön gemeinsam auswertbar, austauschbar. Und damit haben wir schon den Aspekt des Telemonitorings erfüllt. Aber diese Daten müssen natürlich, diese Stoffwechseldaten, vor allen Dingen Glukosedaten, mit dem Patienten besprochen werden. Und das wiederum erfüllt absolut den Aspekt der sprechenden Medizin. Untersuchungen hat Frau Professor Kellerer klar gesagt, es kann nur ein Teil davon sein, aber ganz viel machen wir über die sprechende Medizin. Welche Vorteile hat denn da der Patient? Also für den Patienten, die vor allen Dingen, es wohnen ja nicht alle vor der Schwerpunktpraxis oder in einer großen Stadt oder sowas, die sind oft Kilometer in Tälern, Bergen und so weiter entfernt, haben lange Fahrwege, haben dann lange Wartezeiten beim Diabetologen oder beim Hausarzt, haben dann Kosten wie Parkgebühren und ähnliches. Also das ist schon mal ein Vorteil. Die Videosprechstunde ist auf jeden Fall frei für die Patienten. Die Patienten haben sehr einfachen Zugang. Ja. Der Zugang verläuft in die Videodienstanbieter. Diese Videodienstanbieter, inzwischen 31 auf der Homepage der KBV, kann man die nachlesen mit dem einen oder anderen Vorteil, ja, sind zertifiziert. Das heißt auch im Datenschutz. Also mehr Sicherheit geht jetzt nicht, ja. Das ist hervorragend, sonst wären sie nicht zertifiziert. Und die Patienten können sich ganz locker und einfach einwählen. Ich kann das mal, das habe ich hier gerade da. Sie können das händisch ausgehändigt von mir bekommen, wo nochmal drei
Sätze sind, wie Sie es machen müssen. Sie können das in die Hand gedrückt bekommen aus der einen Sprechstunde, der Präsenzsprechstunde, für den Termin in die nächste Videosprechstunde, den ich hier drauf schreibe. Oder ich schicke Ihnen per TAN, also die TAN per SMS oder per E-Mail-Link zu. Und dann brauchen die den Link, so wie das jetzt hier die ganzen Journalisten und alle gemacht haben, einfach nur draufklicken, dann die ganzen Abfragen mit abhaken und dann kann das losgehen. Und dann kann man sehr wunderbar sozusagen gemeinsam mit dem Patienten die Daten besprechen. Ich habe nicht die Zeit, in unserer großen Praxis ewig vorher das anzugucken. Ich mache das eigentlich wie in der Präsenzsprechstunde. Die Daten sind auf einem Parallelrechner, gucke ich mir die Kurven alles an. Ja, und auf dem anderen Rechner ist der Patient und gemeinsam, und der hat dann auch im besten Falle seine Daten vorliegen und dann diskutieren wir die und bereden die. Die andere Seite ist, man kann bestimmte andere Konstellationen, wie zum Beispiel den Fuß, super gut da drin abbilden. Also ich schicke unsere Wundmanagerin zum Hausbesuch, die Patienten mit den diabetischen Füßen. Sie haben das richtig gesagt, Frau Professor Kellerer. Die sind nicht nur wegen Corona mobil, um in eine Klinik, in eine Fußambulanz oder so zu kommen. Es ist einfach auch, sie sind pflegebedürftig, sie sind in der häuslichen Pflege, sie wohnen 35 Kilometer entfernt, sie kriegen das Geld für den Transport nicht und tausend Probleme. Und so geht die Wundmanagerin hin. Wir haben einen konkreten Zeitpunkt ungefähr, ja, weil es ist ja immer von den Autobahnsituationen abhängig. Und dann locken wir uns zusammen und dann kann ich den Patienten begrüßen, die Angehörigen und die Wundmanagerin, die bringt den Fuß in die Stellung, die ich gern hätte, macht die Fotos, die Dokumentation und das wird später dann ins AIS eingepflegt. Und ich kann zeitnah, und das ist auch der große Vorteil für Patient und auch für den Behandler. Ich kann zeitnah ein Konsil dazu einloggen. Ich kann also parallel weitere Personen dazu holen. Wenn der eine Zweitmeinung einholen und einen Fachkollegen, wie es beispielsweise mit unserem gefäßmedizinischen Chefarzt ist, mit dem wir gemeinsam ja die Fußambulanz oder Visiten machen, und dann hole ich ihn dazu und der guckt da drauf und dann entscheiden wir bestimmte Dinge. Was natürlich nicht verbietet, dass der Patient in die Fußambulanz kommt, muss er auch, vor allen Dingen auch für Schuhversorgung und Ähnlichen. Also das sind totale Vorteile, vor allen Dingen auch auf Seiten der Patienten. Auf Seiten der Ärzte kommt noch dazu, dass wir sozusagen den Krankheitsverlauf vis-à-vis, so wie wir uns jetzt sehen, ja. Also ich erkenne auch, wenn einer erkältet ist am Bildschirm, muss ich jetzt mal so sagen, das sieht man. Wir kennen ja die mehrheitlich die Patienten, und so den gesamten Verlauf über die Zeit gut beurteilen. Dann gibt es Vorteile. Es ist unabhängig, ortsunabhängig im gesamten Gesundheitswesen Deutschlands möglich, auch im Ausland, aber unabhängig vom Standort und an jeder Zeit. Der Patient kann auf der Baustelle sein, gestern war im Stau auf der Autobahn sein, der kann im Urlaub sein, er kann auf seinem Arbeitsplatz sein und er kann zu Hause sein, je nachdem, wie für ihn die Bedingungen günstig sind. Für mich ist es Sinn, oder für jeden, der das anwendet, es ist webbasiert. Das heißt, wir müssen keine Programme runterladen und tausend Wege gehen, irgendwo sich einloggen, machen und tun und erst was abgeben, sondern ich kann webbasiert mich einloggen, das dauert Sekunden. Also das sind absolut die Vorteile, auch für den Behandler. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, das ist also klar, dass das wunderbar ist, ja, Dateien, Fotos können ausgetauscht werden, Daten können ausgetauscht werden und wird das so weitergehen? Das Eis ist gebrochen, der Vorteil der Corona-Krise. Das heißt also, viele haben den Zugang, nach dem Lockdown wurde ich täglich angerufen und habe Kollegen erklärt, wie sie das machen müssen und Tipps gegeben, welchen Anbieter und so weiter und nach welchen Kriterien man aussucht, ist total klasse. Die KBV hat Stand vom 18.05. 25.000 Video, also Praxen, die Videokonsultationen anbieten, veröffentlicht.
Ich bin ja in Thüringen, im schönen Thüringen, wie Sie das so schön gesagt haben. Da waren Ende, das sind jetzt die belastbaren Zahlen, aktuell ist ja noch nicht die Abrechnung soweit, Ende vorigen Jahres waren ganze 13 Kollegen in der telemedizinischen Kapitel abgebildet. Und ich rede nur jetzt von dem Telemedizin-Kapitel der Abrechnungsordnung. Ja, es gibt natürlich eine Reihe von Projekten in Thüringen, ZNS-Konsil, das ist so ähnlich wie das Fußkonsil, das läuft gar nicht, weil es zu umständlich ist. Und dieses Telearztkonsil, wo sehr viele Hausärzte, aber eben nur einzelne Kassen in Strukturverträgen abgebildet sind. Aber im EBM, in der gesetzlich finanzierten Krankenkasse mit dem entsprechenden Abrechnungskapitel, sind aktuell 520 von 13, 520 Kollegen haben die Zulassung zur Videosprechstunde. Das sind 492 Praxen. Und ich habe mir, die Daten habe ich von unserer Kassenärztlichen Vereinigung in Thüringen aktuell bekommen, gestern die letzten. Und ich habe mal runtergebrochen, das kann ich deutschlandweit nicht sagen, wie viele Diabetes-Schwerpunktpraxen dabei sind. Wir haben in Thüringen 36 Diabetes-Schwerpunktpraxen, davon bieten 13 zu diesem Zeitpunkt gemeldet und zertifiziert von der KV die Videosprechstunde an. Und das finde ich schon total spannend. Und wir wollen natürlich, dass das weitergeht und dass das fortschreitet. Aber ist das auch nach Corona möglich? Da muss man vielleicht zwei Dinge ganz wichtig anführen. Nummer eins ist, und da muss ich ganz klar sagen, weil ich habe das auch vorher ja schon sehr viel gemacht, ja, muss man einfach anmerken, gerade durch Corona, und das war das Negative, haben natürlich alle plötzlich auf unser marodes digitales Infrastrukturnetz zugegriffen. Und da brach am ersten Tag, brachen die Server zusammen, alles, ja, an dem Montag. Ich mache immer Montagnachmittag. Also das ist dramatisch, muss ich sagen. Also wenn da nichts passiert, ich möchte vielleicht ein paar Fakten dazu nennen. Eine 30-minütige Videosprechstunde. Und im Durchschnitt dauern die 20 bis 30 Minuten. Ja. Dafür benötigt man 1 Gigabyte Datenvolumen, das in schneller, also schnelles Datenvolumen, um überhaupt so einen Bild- und Tonaufbau zu bekommen. Jetzt überlegen wir uns, wer die Zielpersonen bei uns sind. Das sind, wir haben es ja, Sie in der Klinik und in irgendwelchen Arbeitsplätzen oder auch in Stuttgart und Tübingen und Berlin und Hamburg bestimmt. Aber die Patienten, die irgendwo weit weg sind, die in ihren Dörfern wohnen, die haben A, keine ordentliche digitale Infrastruktur, also Glasfaser, davon träumen sie. Und das sind die Patienten, die wir wollen, die nichts kommen können zum Diabetologen, die keinen haben oder selbst zum Hausarzt, das ein Problem ist. Und die haben im privaten Bereich und die Patienten müssen den privaten Datenbereich nutzen. Wer hat denn schon so viele Gigabyte am Ende des Monats als mobile Daten auf seinem Handy? Klar, da muss er bezahlen dafür. Und das kostet wieder Geld, das ist teuer für ihn. Und ähnlich ist es auch mit den Festnetzzugriffen und Zugängen. Alles, was mehr hat und benötigt, das kostet wiederum erneut Geld. Das ist leider in Deutschland so, aber wir haben natürlich die Hoffnung, sehr die Hoffnung, dass die Corona-Krise auch diese Seite des Ausbaus von der Politik wirklich abfordert. Ja, das haben ja alle jetzt gemerkt. Vielleicht noch eine Sache zu den Schulungen. Ich bin ja wirklich total bereit für alles. Erstens muss ich sagen, im Moment von den zertifizierten Videodienstanbietern kann man nur maximal bis zu 5 Personen im Set haben. Ja. Und wenn ich Ihnen sage, dass eine Schulungseinheit 90 Minuten sind und 30 Minuten 1 Gigabyte sind, dann sind das 3 Gigabyte für den Patienten. Also das muss noch einiges getan werden, aber ich finde das toll, was Langenperm arbeitet daran, digitale Schulungsergänzungen für diese Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Aber ich möchte einfach damit sagen, hier sind wir noch ein bisschen darauf angewiesen, was passiert, weil viele Kollegen auch frustriert waren. Das muss ich auch sagen, die waren frustriert. Und ich möchte sie einfach trösten, das wird alles besser. Trotzdem dranbleiben, es ist toll. Der andere vielleicht kritische Aspekt ist natürlich die Finanzierung. Das muss man auch klar sagen. Ich sagte schon, da gibt es ein Kapitel in dem einheitlichen Bewertungsmaßstab der Kranken,
also der gesetzlich finanzierten Krankenkassen. Und in diesem Kapitel ist die Videosprechstunde glücklicherweise abgebildet. Aber was bedeutet das? Sie wird Telemonitoring. Das kommt gar nicht vor. Das heißt, diese ganzen Datenaustausche, diese vielen komplexen Datenflüsse, die kommen nicht vor, die muss man einfach so machen. Das frage ich mich, warum das so ist. Denn EKG-Daten oder irgendwelche Decoder und Ähnliches werden doch auch übertragen. Das ist keines, und die sind abgebildet, und das ist keineswegs im Aufwand mehr als das, was wir machen. Das ist die eine Seite. Und die Sprechstunde selbst, Sie haben es schon herausgehört, es kostet ja auch Zeit, ist im Wesentlichen nicht mit allen Möglichkeiten der Abrechnung und der Präsenz, also vis-à-vis des Vis-à-vis-Kontaktes mit dem Patienten möglich. Es ist budgetiert, Technikzuschläge und was da so alles ist, auch was jetzt mit Corona kam. Aber ich rechne mal Corona heraus, sondern das, was danach auch weiter üblich ist bis zum nächsten Jahr. Technikzuschläge sind budgetiert in der Anzahl, in der Finanzierung und auch im Zeitlimit. Mit den ganzen Stützungen ist nächstes Jahr Schluss. Wie soll das weitergehen? Und das Zweite ist, wenn ein Patient in der Fernbehandlung, das heißt, er ist ein Quartal mal nicht da, weil es gibt ja nicht immer jedes Mal was Schlimmes zu untersuchen, ist ja trotzdem bekannt und in der Sprechstunde, dann werden von den Leistungen, die per Fernbehandlung erbracht werden, mit dem, was ich Ihnen gesagt habe, 20% abgezogen. Also versteht das jemand? Also das ist wirklich merkwürdig. Ja. Und es gibt auch Budgetierung in der Anzahl der Kontakte. Ich meine jetzt bezogen auf die Präsenzkontakte im Quartal. Muss ich dazu sagen, das ist für unsere Praxis, wo wir viele Patienten haben wir ja, da dauert schon ein bisschen, bis wir das erreicht haben. Zusammenfassend möchte ich eigentlich sagen, ich finde diese Entwicklung, die Telemedizin, wie ich es eingangs gesagt hatte, Steilvorlage für eine moderne Diabetesbetreuung, heute aber auch in der Zukunft, ganz, ganz wichtig. Und wir sollten aber die betriebswirtschaftlichen Aspekte und auch die Wertschätzung der sprechenden Medizin, also kostbare Arztzeit, nicht aus den Augen verlieren. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Schlecht, für dieses begeisterte und begeisternde Statement für die Telemedizin. Wer jetzt nicht Lust bekommen hat, ist selber schuld. Aber Sie haben natürlich auch die Probleme angesprochen, die es noch gibt. Wir brauchen natürlich zum einen die Infrastruktur, wir brauchen die guten Netze auch im ländlichen Raum. Und man braucht natürlich auch die entsprechende Finanzierung dieses Services, dieser besonderen Leistung, sowohl auf der technischen Seite, als auch aber mit Blick auch auf das, was Sie betont hatten, die sprechende Medizin, die ja die Diabetologie im analogen und digitalen Leben gleichermaßen ist und was das vielleicht der Diabetologie ausmacht. Sie haben ja die Vorteile sowohl für die Behandler als auch für die Patienten deutlich gemacht. Ich würde ganz gerne nochmal auf die Patienten zu sprechen kommen und deren Vorteile. Welche Patienten nutzen denn heute überhaupt das Angebot der Videosprechstunde? Gibt es da welche, die von vornherein begeistert sind, oder ist es auch mühsam, die Patienten davon zu überzeugen, dass das was Tolles und Gutes für sie ist? Also ich glaube, man muss jetzt mal im Vergleich zu den kommerziellen Anbietern von Videosprechstunden einen kleinen Unterschied machen. Also dass das grundhaft weltweit sowieso schon alles seit Jahren vorteilhaft angenommen wird, hat uns MedGit gezeigt, das hat uns, also Schweiz, das hat uns Grimm in Schweden gezeigt und das haben uns Dr. Lipp in Frankreich gezeigt. Das ist alles super, dass das klappt und Qualität und Expertise gewährleistet sind. Das ist auch in Studien untersucht worden. Das ist alles klasse. So, aber bei uns im System der gesetzlichen Krankenversicherten ist es ja so, dass wir mit dem Patienten den Kontakt vereinbaren. Bei den kommerziellen Systemen kann das auch einrichten, aber ist auch möglich. Ich habe es auch ein bisschen vor für Notfälle, aber das ist alles auch eine Frage der Zeit jetzt, die man zur Verfügung hat. Im Prinzip sind es Verabredungen mit dem Patienten und Terminierungen mit dem Patienten. Es ist so, bei uns, wir haben sehr, sehr viele Patienten, die sehr diabetestechnologisch ausgestattet sind, das bietet sich an. Das ist die Patientengruppe, mit der wir auch gestartet sind. Jetzt sind es auch Schwangere und Füße und so weiter. Aber das ist einfach. Es ist wie eine normale Sprechstunde zu organisieren. Mit dem Patienten wird bei der Präsenzsprechstunde besprochen,
Nehmen wir mal an, er hat das noch nie gehabt. Habe ich gesagt, dann gucke ich schon. Habe ich gesagt, ich könnte Ihnen, ich sehe schon, was Sie für einen Stress haben und hier warten mussten. Es gibt die Möglichkeit der Videosprechstunde. Könnten Sie sich das vorstellen? Und da muss ich einfach mal sagen, 99% sind begeistert. Ja, zwei Argumente kommen immer und unabhängig vom Alter. Im Gegenteil, ja. Viele sind jetzt Rentner, so 70, 80, haben lange Geschäfte geführt, waren immer gut drauf und für die ist das klar. Zwei Dinge gibt es dann immer, die kommen. Das eine ist so, ach, das kann ich gar nicht, aber das stelle ich mir gut vor. Aber ich frage meine Tochter, die richtet mir das mal ein. Gibt ja nicht viel einzurichten, aber mal das alles zu machen. Es findet sich dann immer jemand, der Ihnen einfällt, der Ihnen dabei hilft. Und dann ist das einmal gemacht und fertig. Manchmal muss ich dann, inzwischen habe ich ja viel gelernt, während der Videosprechstunde erklären. Jetzt machen Sie mal das. Ich muss mich also in die Situation des Patienten hineinversetzen und technisch erklären, woran was liegen kann. Das ist am Anfang ziemlich oft sogar so, aber jetzt habe ich ja schon ewige Folgetermine, inzwischen ist alles klar. Und das Zweite ist, dass einige Patienten schon sagen, weniger sind es, muss ich sagen, von den Gruppen, die dafür geeignet sind, die sagen, nee, ich möchte lieber direkt zu Ihnen kommen. Ich komme gerne in die Praxis, da komme ich mal in die Stadt. Ja, das ist natürlich auch völlig klar, ja, es wird ja niemandem aufgedrängelt. Also man kann aber nicht sagen, es sind vor allem die Jüngeren, die Nein. Älteren von vornherein Nein. nicht. Also da gibt es eigentlich Nein. eine breite Akzeptanz, aber sicherlich jetzt in Ihrem Zusammenhang mehr Menschen mit Diabetes Typ 1, nehme ich mal an, als Menschen mit Diabetes Typ 2, oder? Also überwiegend natürlich im Moment die Patienten mit Typ 1, aber immer mehr auch Typ 2 Patienten, die ein kontinuierliches Messsystem haben. Weil wir wollen ja über die Daten reden. Wir wollen in dem Setting ja, gut, wir können auch Blutdruckdaten übertragen und das geht auch und das besprechen wir natürlich auch, ja. Aber die Patienten mit Typ 2 sind in unserer Praxis in der Regel, wir haben 80% Überweisungspatienten, kommen vom Hausarzt. Und der Hausarzt hat viele Daten erhoben. Und die werden dann hin und her geschickt. Wie war Ihr letzter HbA1c? Dann besprechen wir das, ja. Wie ist Ihr Blutdruck? Wie ist Ihr Gewicht? Diese Routinedaten mit denen immer mehr. Vor allen Dingen aber auch in der Schwangerschaft, ne? Eine wichtige Frage kam hier auch im Chat zu den Diabetes-Schulungen. Sie sprachen die ja auch an. Das ist ja ein Thema, was gerade in der Corona-Zeit jetzt auch sehr hinten runtergefallen ist. Es gab vom Verband der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe Mitte April eine Umfrage. Da wurde von den Diabetesberaterinnen angegeben, dass 30% von ihnen reduziert arbeiten, 14% sogar in Kurzarbeit. Ja. Diabetes-Präsenzschulungen haben definitiv nicht stattgefunden. Also ja. Was kann denn da heute wirklich alternativ schon online angeboten werden? Wie machen Sie das in Ihrer Praxis? Also ich muss jetzt dazu sagen, ich bin ja in Thüringen und diese Cluster und diese ganzen Hotspots waren ja nicht ganz so in Thüringen wie in einigen anderen Bundesländern. Ja. Bei uns ist wahrscheinlich in Thüringen einiges mit Unterachtung aller Vorschriften in den Kliniken, das kenne ich alles, die Fußambulanz ist ja in der Klinik stationiert, die wurde ausgelagert, wir haben unsere Praxis umgeräumt und haben das dann wieder in der Praxis gemacht, die Fußambulanz ist also eine Zweigpraxis, richtig, aber im Grunde genommen ist eigentlich alles bei uns so weitergelaufen wie bisher, die Schulungen wurden reduziert, jetzt erstmal analog, ja, wurden reduziert in der ersten Woche nach dem Lockdown wurden die Schulungen verschoben. Wir haben also neu terminiert und haben dann Anfang Mai wieder angefangen und haben die Gruppen aufgeteilt. Also dann doppelt. Die Kapazitäten sind natürlich dadurch doppelt verbraucht worden. Wir haben in den Konsilen mit den Patienten einige, die dann umgeswitcht wurden in in Videosprechstunden oder auch Telefonaten. Und aber von den Zahlen her waren die Patienten trotzdem gekommen. Das muss man so sagen. Was ich mir wünschen würde, nicht nur wegen Corona, sondern auch für die Zukunft, wenn die Schulung angesprochen wird, dass wir tatsächlich solche Dinge professionell etablieren. Ja, für eine Beraterin von uns hat auch den Auftrag, dass jetzt erstmal mit 3 Personen, wie wir in unserem zugelassenen Videodienstanbieter das machen können, schon mal zu testen, dass wir die Entwicklung, die Bad Mergentheim vorhat, dass wir da strukturierte Video,
Charts daneben legen können, ja, sozusagen besser als die, die jetzt da sind dafür. Und das betrifft aber auch Patienten, die nicht kommen können. Es geht ja nicht nur darum, dass wir wegen Corona nicht kommen können. Wir erreichen ja viele Patienten auch nicht, weil sie einfach keine Zeit haben, ja, zu dem Zeitpunkt, wo die Gruppen stattfinden und so weiter und weit weg wohnen und so weiter. Das ist ja alles schwierig zu kommen. Also wir unterm Strich, wir hatten keine Kurzarbeit, wir hatten kaum Reduktionen, ja, das ist aber nicht zu verallgemeinern. Die meisten, dass es in anderen Bereichen so ist. Und wir haben die Fußpatienten, wo immer es ging, wir haben auch da geteilt und haben da wirklich mit den Videosprechstunden praktisch dann, ich will mal sagen, ein Drittel vielleicht, ja, ausgelagert aus der Ambulanz wegen Abstand und Pfahl und so weiter und haben das dann über diesen Weg gemacht und haben sie jetzt ganz gut über Wasser gekriegt, ja. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Schlecht, aus dem auch von Corona etwas mehr verschonten Thüringen. Das hört man daran bei dieser Umfrage des VDBDs, des Verbands der Diabetesberatungs- und Schulungsberufe. Die ist ja tatsächlich breit gemacht. Und da haben 77% auch angegeben, dass es ein reduziertes Patientenaufkommen tatsächlich in den Praxen gibt. Also scheint es bei Ihnen tatsächlich etwas anders gewesen zu sein. Ja. Aber sehr geil, Sie hatten vorhin auch erwähnt, dass jetzt Konzepte für Online-Schulungen entstehen. Sind nicht gerade die Schulungen prädestiniert ein Stück weit auch dafür, Online-Tools zu nutzen und sie auf digitalen Weg anzubieten, damit man einfach mehr Menschen regelmäßiger erreicht. Wir wissen ja, dass die Schulung oft auch ein Schwachpunkt in der Versorgung ist, weil zu wenige Menschen eigentlich, die eine Schulung bekommen sollten, diese dann auch tatsächlich erhalten. Also ich denke, das ist ganz wichtig und ich denke, hier können digitale Schulungsmodule auch sehr viel leisten, gerade auch jetzt für Dinge, wo es um Vermittlung von praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten geht. Da ist ein digitales Angebot sehr, sehr günstig. Und ich denke auch sozusagen einfach für Auffrischung von bestimmten Schulungsinhalten, wenn es zum Beispiel um Details bezüglich Essen und Ernährung geht oder um Sport. Hier kann ein digitales Angebot wirksam sein, aber auch zur Motivation. Kann ich mir vorstellen, zum Beispiel für Bewegung, dass es eben digitale Angebote gibt, die einen daran erinnern, über eine App oder über andere Dinge, dass man jetzt wieder dran ist, mal aufzustehen und was zu machen und sich sozusagen um seine Gesundheit zu kümmern. Also diese Online-Angebote werden in Bezug auf die Schulungen wahrscheinlich künftig fester Bestandteil einfach des Gesamtangebotes sein und unterstützen tatsächlich den Patienten. Wir sind schon etwas über die Zeit, aber trotzdem möchte ich doch mal hier eine der Chatfragen aufgreifen und diese gerne an Sie stellen, Frau Professor Kellerer, weil ich glaube, das ist tatsächlich schon auch nochmal wichtig, vielleicht zu unterscheiden. Eine Journalistin fragt, ob es Unterschiede gibt in Bezug auf die Sterblichkeit infolge von Covid-19 zwischen Patienten mit Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2, ob es da irgendwelche Erkenntnisse gab in den Studien, die bislang vorliegen. Sie sind stumm geschaltet. Sie müssen Ihr Mikrofon anmachen. Wir hören Sie leider nicht. Ja, hören Sie mich? Ja, ja, wunderbar. Ja. in der Tat eine Frage, die relativ häufig gestellt wird, eine wichtige Frage. Wir müssen aber ganz ehrlich sagen, wir haben im Moment nicht ausreichend Datenmaterial, um sehen zu können, ob wir Typ 1 Diabetes-Patienten in gleicher Maße von einer Übersterblichkeit bei Covid-19 betroffen sind wie Typ 2 Diabetes-Patienten. Die Daten, die ich zitiert habe, vorher bezogen sich im Wesentlichen auf Typ 2 Diabetes und da wissen wir natürlich auch, dass häufig Komorbiditäten vorhanden sind, dass bei Typ 2 Diabetes das Durchschnittsalter natürlich höher liegt als bei Typ 1 Diabetes. Also da gibt es natürlich schon viele, viele Unterschiede bei diesen zwei Diabetesformen, die ja auch ganz unterschiedliche Ursachen haben.
Und die ehrliche Antwort darauf ist, wir haben zu wenig Datenmaterial, um Ihnen da wirklich eine seriöse Antwort zu geben. Wir wissen es im Moment noch nicht. Und dann allerletzte... Wenn ich eins vielleicht hinzufügen darf, ich sag mal, nach gesundem medizinischen Menschenverstand würde ich doch denken, dass ein Mensch mit Typ-1-Diabetes, der jetzt vielleicht auch sein Blutzuckermanagement ganz gut unter Kontrolle hat und sonst keine wesentlichen Komorbiditäten, dass der relativ gute Chancen hat, durch die Corona-Pandemie zu kommen oder durch so eine Infektion. Und die Situation würde beispielsweise schon wieder ganz, ganz anders aussehen, wenn wir einen Typ-1-Diabetes-Patienten hätten, der gar beispielsweise Nieren- oder Pankreas transplantiert ist und immunsupprimiert. Da muss man von ausgehen. Da wissen wir auch von anderen immunsupprimierten Patienten, dass diese natürlich generell bei Virusinfekten viel, viel schlechter abschneiden. Also die Komorbiditäten sind natürlich ja, dann immer noch mal relevant. Es gibt nur eine allerletzte ganz konkrete Frage, und zwar, ob Sie tatsächlich befürchten, dass infolge der zurückgehenden Patientenkontakte jetzt in der Corona-Krise mehr Fußamputationen stattfinden müssen. Das kann sein, in der Tat. Also ich habe jetzt in diesen Wochen immerhin einen Fall gehabt, der sehr, sehr spät gekommen ist, wo wirklich der Knochen schon schwerst angegriffen war und der dann einer Amputation letzten Endes zugeführt werden musste. Und eine Aussage dieses Patienten war, als ich ihn gefragt habe, warum sind Sie denn nicht früher gekommen, dann war eine Aussage, er hatte Sorge, sich eben mit dem Virus anzustecken in einer stationären Einrichtung. Man muss dazu sagen, die Sorge ist eigentlich unberechtigt. Ich glaube, dass das Risiko, sich in einem Restaurant anzustecken, beispielsweise weitaus höher ist, als wenn man in Kliniken oder Praxen geht, denn diese sind, wie wir auch von Frau Dr. Schlecht gehört haben, ja sehr gut gerüstet für im Rahmen dieser Pandemie, also für diese Corona-Pandemie. Vielen Dank. Noch eine kurze Ergänzung von Frau Dr. Schlecht zu dieser Frage. Also es gibt auch eine andere Seite für die Fußgeschichten. Wahrscheinlich wird sich am Ende bei der Statistik das differenzieren. Andererseits sind sie sogar besser geheilt, die Fußläsionen, weil die Patienten sich an die strengen Kriterien gehalten haben und nicht mehr rausgegangen sind, nicht so viel belastet haben. Eine der größten Probleme in der Fußbehandlung ist ja die Adhärenz, was die Bewegung betrifft. Und da sind die Wunden sozusagen eher geheilt. Das kann auch eine andere Seite sein. Also auch da gibt es besonders positive Erfahrungen aus Thüringen. Das soll ja tatsächlich gut überlegen, kann man sagen. Ja. Habe ich gesehen heute. Ja. Ja, na wunderbar. Ganz herzlichen Dank an diese Runde. Wir sind schon etwas über die Zeit, haben aber ganz viele Journalisten hier unverändert in dem Chat. Aber trotzdem möchte ich jetzt nicht übergebührend die Zeit strapazieren. Und danke natürlich auch allen Journalisten, die hier so aktiv teilgenommen haben. Ganz klare Botschaft, die Versorgung von Menschen mit Diabetes ist zu jedem Zeitpunkt wichtig und sie muss kontinuierlich stattfinden, weil es ist eine chronische Krankheit. Da kann man nicht irgendwann zwischendrin mal nachlassen. Es gibt für die Versorgung hervorragende Möglichkeiten in der Präsenzmedizin, aber auch in der digitalen Medizin, wo immer mehr neue Dinge entwickelt werden, die dann wirklich auch eine noch engere und dichtere Versorgung ermöglichen. Von Corona sollte man sich definitiv nicht abhalten lassen. Ich glaube, das war auch die ganz klare Botschaft. Und die zweite ganz klare Botschaft ist, glaube ich, auch, die Politik sollte sich nicht nur um die jetzt ganz offensichtlichen Pandemien kümmern, sondern auch um die Pandemien, von denen ganz, ganz viele Menschen in Deutschland betroffen sind, ganz, ganz viele Menschen weltweit betroffen sind. Und wenn Sie nur ansatzweise so viel Energie in die künftige Verbesserung der Situation von Menschen mit Diabetes steckt, wie in die Verbesserung der Corona-Krise, dann glaube ich, wären wir in der Diabetologie einen Riesenschritt weiter. Darauf hoffen wir jetzt mal, dass das auch entsprechend nach draußen getragen wird. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen für die Teilnahme und auf bald dann hoffentlich auch mal wieder live und in Farbe, aber so ist es auch ganz schön. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Döbler.
Wiedersehen. Dankeschön. Vielen Dank.